Jetzt bei Sonja. Unbeliebt. Ich habe die Wahrheit gesagt und ich werde für diese Wahrheit werde ich bestraft. Wer spannt denn den ganzen Weibern die Kerle aus? Wer vögelt denn mit denen? Das bist du doch. Du bist die letzte Schlampe, die überhaupt im Kreis rennt und in der Kapelle rumläuft. Ich möchte rausgehen aus der Tür, ohne dass mir irgendwelche Schimpfwörter hinterhergeschmissen werden. Na, so und so brauchst du wieder was Neues zwischen den Beinen und all so ein Kram. Darauf habe ich nämlich absolut keinen Bock mehr. Ja, wenn du jeder Frau erzählst, dass du gerne lügst. Von Blödsinn kannst du gar nicht erzählen. Das hast du gerade eben gesagt in der Kabine. Wir testen rein von Blödsinn. Das Gefühl, niemanden zu haben, keine Freunde, niemanden, der einen liebt. Also dieses Gefühl möchte man wirklich überhaupt niemandem wünschen. Aber sind denn eigentlich immer die anderen schuld? Oder sollte man sich ab und zu auch mal an die eigene Nase packen? Lernen Sie meinen ersten Gast kennen. Sie heißt Tanja. Und sie sagt, Hilfe, keiner kann mich leiden. Herzlich willkommen. Also es sieht ja fast so aus, als hätten wir uns abgesprochen, so mit unserem Outfit, Tanja. Aber der Applaus war ja auch schon nicht schlecht. Hast du mal so viel Applaus bekommen? Nee, eigentlich nicht. Wie ist es denn? Du sagst, dich kann keiner leiden. Warum denn? Ja, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. In dem Sinne, es ist schwierig, heutzutage echte Freunde zu finden. Und das ist klar, aber wie äußert sich das bei dir? Was glaubst du denn, was deine schlechten Eigenschaften sind? Dass ich eine Quasselstrippe bin. Also, dass ich gerne erzähle. Geschichten, die teilweise auch vielleicht gar nicht der Wahrheit entsprechen. Teils, teils. 50% Wahrheit, 50 Sätze dazu gemacht. Wie sieht es denn im Moment aus? Hast du denn Freunde? Eine beste Freundin, ja. Und ansonsten? Bekannte, vielleicht. Wie gehst du denn mit dieser Freundin um? Mit meiner besten Freundin? Ja. Ziemlich locker und gut. Sie ist also eine Person, die mir auch platt vom Kopf sagt, Tanja, halt stopp, jetzt halt mal den Mund und schalte erstmal dein Gehirn ein, bevor du irgendetwas weiteres sagst. Würdest du denn auch über sie, lacht schon jemand, das ist die Nancy, würdest du denn auch bei ihr Geschichten erzählen, die nicht wahr sind? Nein, das geht gar nicht. Weil diese Frau ist so perfekt, dass sie alles weiß, also man könnte ihr gar nichts vormachen. Bereust du denn ab und zu mal, solche Geschichten erzählt zu haben? Klar. Bei was für Fällen? Ja, überhaupt in allem. Gibt es da ein ganz konkretes Beispiel, wo du sagst, oh Mensch, da habe ich einen lieben Freund verloren? Ja. Was denn? Das ist Tommy, denn es war mein allerbester Freund und wir haben uns ziemlich viel erzählt, fast alles. Und es war wie Bruder und Schwester und er hatte da eine Freundin und mit dieser Freundin hatte ich auch guten Kontakt und beide haben mich immer sehr oft besucht und wir haben auch viel miteinander telefoniert. Und irgendwie habe ich dann gemeint, okay, ich müsste jetzt mal das, was Nadine so mir erzählt, mal an Tommy rüberbringen. Und das, was Tommy mir erzählt, Nadine erzählen. Und dabei habe ich dann eben ein bisschen mehr erzählt, als wie überhaupt die Tatsache entsprach. Und deswegen haben die beiden sich dann getrennt. Du warst der Grund, warum sie sich getrennt haben. Mhm. Warst du dir dessen bewusst? In diesem Moment vielleicht nicht. Im Nachhinein ja. Warst du damals eifersüchtig? Ja, glaube ich schon. Ja, sie hat ihn mir in dem Sinne weg. Er hatte keine Zeit mehr plötzlich für mich. Wir haben nicht mehr so oft telefoniert, weil er viel dann eben halt mit ihr zusammen war. Aber warum hast du denn dann Lügengeschichten noch erzählt? Weil es mich vielleicht geärgert hat, dass er keine Zeit mehr für mich hatte. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Du bist dir ja vollkommen bewusst, dass du ab und zu mal übertreibst. Wärst du denn bereit, dich zu ändern? Und was würdest du ändern? Klar, bereit bin ich schon lange dafür. Nur ist es halt so, die Leute, die, weiß ich nicht, bei uns im Dorf wird irgendetwas erzählt und schon heißt es gleich, ach, habt ihr Tanja getroffen? Und dabei ist es an dem gar nicht, dass ich mich also schon ganz zurückgezogen habe teilweise.
Aber es ist immer wieder, kommt mein Name sofort ins Spiel, weil ich halt der krähende Hahn bei uns im Dorf war. Sagen wir es mal so. Hast du denn überhaupt keine Frau? Also ich meine, du sagst einfach, keiner kann mich leiden. Ist das bei dir im ganzen Dorf so? Was sagen denn die anderen? Ja, es ist, von vorne sind sie immer dann nett und freundlich, wenn sie einen treffen oder wenn wir abends so Wochenende mal rausgehen oder was. Aber man merkt schon, man braucht nur auf Toilette zu gehen. Dann sieht man gleich so die Köpfe, wie sie zusammenstecken und gleich hast du gesehen, was er für Schuhe anhatte und mal sehen, was er uns nachher erzählt. Ne? Also es ist schon ziemlich gravierend. Leidest du darunter? Ja. Wie äußert sich das? Ich bin traurig. Also es ist, man hat ja gar keinen mehr, wo man so hingehen kann. Man kann zwar gehen und auch erzählen, aber die Leute sagen dann eh, ach, wer weiß, ob es überhaupt stimmt oder sonst irgendetwas. Wie stellst du dir denn die Zukunft vor? Ich möchte gerne, dass es anders wird. Ich bedanke mich erstmal für deine Geschichte. Kannst du kurz in der Küche Platz nehmen? Wir sehen uns gleich wieder. Tanja sitzt jetzt in der Küche. Sie kann jetzt im Moment nicht hören, was hier vor sich geht. Wir haben natürlich Tommy eingeladen, den Mann oder ihren ehemalig besten Freund, dessen Beziehung in die Brüche gegangen ist, ihretwegen. Herzlich willkommen, Tommy. Eigentlich heißt du ja Andreas, aber du wirst immer Tommy genannt. Ja. Tommy, wie war denn das? Einst war Tanja deine beste Freundin. Ja, wir haben uns kennengelernt und das ging dann so, sie hat mich angerufen. Und wir haben dann wirklich sofort über Gott und die Welt stundenlang telefoniert. Das hat sich da über Wochen hinweggezogen. Warum ist denn letztendlich eure, Bekanntschaft, Freundschaft gescheitert? Ja, ich war dann mit Nadine zusammen, die sie auch gut kannte. Und sie hat dann allen möglichen Mist erzählt und so, dass gekommen ist, dass wir dann auseinandergegangen sind. Aber was ist denn das für ein Mist, der da erzählt wird? Ja, ich habe dann bei ihr gesessen und dann haben wir so gesprochen und über meine Ex-Freundin noch. Und sie hat dann ihr erzählt, dass ich gesagt hatte, sie wird überhaupt nicht mit dir genauso aussehen wie sie oder so. Einfach Dinge, die überhaupt nicht stimmen. Genau. Tut sie dir nicht ab und zu dann ein bisschen leid? Ich meine, sie leidet ja auch jetzt sehr darunter und sie würde sich gerne ändern. Sie wird sich nie ändern können. Würdest du ihr denn mal eine zweite Chance geben? Chance schon, habe ich ja jetzt gemacht und ich habe in der Zeit mit ihr überhaupt nicht mehr geredet. Nachdem was passiert ist, bis sie dann mal wieder ankam und dann haben wir uns mal wieder unterhalten. Aber wie kann das denn, sein, dass eine Person ja eine Beziehung auseinanderbringen kann? Hast du dich mit Nadine denn nicht unterhalten? Doch, aber nachdem sie sich mit Tanja unterhalten hat, haben wir auch dann keinen Kontakt mehr gehabt. Ich hatte noch niemals die Chance, so großartig das zu regeln, weil sie mir dann auch in dem Sinne nicht geglaubt hat, weil sie Tanja so überzeugend ist, dass sie ihr geglaubt hat. Warum glaubst du denn, lügt Tanja so viel? Oder übertreibt? Sie sagt ja selbst, sie übertreibt. Weil sie nicht drüber nachdenkt. Die zählt einfach drauf los. Und vielleicht, weil sie eifersüchtig war, weil wir nicht mehr so oft zusammen gesprochen haben oder so. Wie würdest du sie denn beschreiben? Was ist sie für ein Typ? Kann man schwer beschreiben. Ich meine, du warst ja mal längere Zeit mit ihr befreundet. So, da muss doch auch was Positives an ihr sein. Ja, sie tut viel. Sie hat viel für mich gemacht und so. Sie ist auch mal vorbeikommen, putzt mal mit zu Hause oder so. Toller Typ, die möchte ich auch als Freundin haben. Leidet sie denn wirklich darunter oder drückt sie auf die Tränendrüse? Ja, ab und zu, aber sie hat sehr drunter gelitten, weil sie hat auch immer versucht, bei mir anzurufen. Und wenn sie dann angerufen hat, habe ich gesagt, was willst du? Ja, ich will mit dir reden, darüber, und habe ich einfach aufgelegt. Weil ich wollte einfach keinen Kontakt mehr mit haben. Wie ist das denn? Ich meine, wenn man solche Lügengeschichten erzählt, möchte man sich ja auch sehr gerne oft in den Mittelpunkt stellen. Glaubst du, dass das bei ihr der Fall ist? Ja, Tanja steht gerne im Mittelpunkt. Deswegen erzählt sie ja die meisten Geschichten so. Egal, wenn sie was hört, dann heißt es wieder, ja, von wem hast du das denn gehört? Ja, Tanja. Glaubst du, sie kann sich noch ändern? Nee, auf keinen Fall. Das ist bei ihr so tief drin. Kann mir nicht vorstellen. Du sprichst aber mittlerweile wieder mit Nadine. Ja. Sie ist auch hier, du hast sie mitgebracht. Herzlich willkommen, Nadine. Wir haben jetzt schon zwei Seiten gehört. Mittlerweile sprichst du wieder mit Tommy. Wie war denn das damals? Was hat euch auseinandergebracht? Was ist vorgefallen?
Naja, Tanja, durch ihre Lügereien, sie war mal meine beste Freundin gewesen, habe ich zumindest geglaubt. Ich konnte ihr vieles erzählen. Sie hat mir vieles erzählt. Ich weiß zwar nicht, ob das die Wahrheit ist, was sie mir erzählt hat. Kann ich nicht nachweisen. Und, ja. Ist es denn jetzt wirklich so, dass Tanja überhaupt niemand mehr leiden kann? Ja. Das weiß ich von vielen Leuten, also mit vielen drüber geredet. Wie könnte sie sich denn, was könnte sie denn anders machen? Sich aus allen raushalten. Nur ihre eigenen Probleme erstmal regeln und nicht von anderen denen. Aber wie kommt es denn, dass du damals eher auf Tanja gehört hast, als vielleicht mit Tommy mal geredet zu haben? Ja, weil ich dachte, das wäre wirklich meine beste Freundin. Und Tommy kannte ich ja nicht so lange. Und ich habe ihr viel vertraut. Warum glaubst du, wollte sie euch denn auseinanderbringen? Naja, sie war eifersüchtig, weil ich habe ihn durch sie kennengelernt. Ja, und ich schätze mal, dass er wohl eine Eifersucht war, weil er sich viel mit ihr getroffen hat, mit ihr gesprochen hat über viele Probleme. Und dann kam ich wohl dazwischen und das war vielleicht für sie nicht so enorm gut. Habt ihr denn seitdem noch mal alle drei miteinander gesprochen? Nein. Zusammen nicht? Mm-mm. Glaubt ihr denn, es tut ihr leid, was sie getan hat? Nein, dann hätte es nicht getan. Hm. Im Nachhinein vielleicht, weiß man nicht. Fragen wir sie doch mal selbst, sie sitzt ja in der Küche. Herzlich willkommen zurück, Tanja. Tanja, die beiden waren einst ein glückliches Paar, du hast sie auseinandergebracht. Tut es dir denn ab und zu leid? Es tut mir herzensgrund tief leid. Also hast du es den beiden denn schon mal gesagt? Ja, hinterher, ja. Ihr habt aber gesagt, ihr hättet noch nicht darüber gesprochen oder gehört, dass es ihr leid tut. Nadine glaubt sogar, dass es dir überhaupt nicht leid tut. Ich glaube ja wohl, ich spinne. Bitte? Ich glaube ja wohl, ich spinne. Wir haben so Kontakt und wir reden ja auch darüber. Kontakt haben wir auch, aber wir haben noch nicht direkt darüber gesprochen, alle drei Mann. Zusammen nicht. Warum kannst du ihre Entschuldigung nicht annehmen, Nadine? Oder möchtest du dich vielleicht jetzt bei ihr entschuldigen, wenn sie sich nicht mehr dran erinnern kann? Also, ich wüsste nichts davon. Tanja? Ich weiß nicht, wir haben schon zusammen gesessen bei ihr zu Hause und dann haben wir auch drüber gesprochen, dass das scheiße von mir war, was ich getan habe und so. Darum verstehe ich jetzt diese Reaktion nicht. Würdest du Tanja denn noch eine Chance geben, Nadine? Ich rede auch mit ihr weiterhin. Das habe ich vergessen praktisch gesehen, weil das ist schon lange her. Wir grüßen uns und alles so. Also wir reden nicht mehr darüber, über das Thema, das ist für mich Vergangenheit vergessen. Ja, aber miteinander reden und Freundschaft bedeutet ja, sind ja zweierlei Dinge. Würdest du ihr als Freundin noch eine Chance geben? Freundin? Ich weiß nicht, wir haben jetzt jeder wieder seinen eigenen Freundeskreis. Und ich glaube, das wird nicht klappen. Weiß ich nicht. Würdest du es denn gerne wollen? Ich weiß nicht, wie sie schon sagt. Jeder hat jetzt seinen eigenen Freund. Also ich zumindest habe jetzt meine Ich denke, Freundin. Du hast keinen Freund. Ja, Rita, das ist meine beste Freundin, zu der ich auch tagtäglich Kontakt habe. Und ich weiß nicht, ich habe ihr nichts getan. Und ich bin der Ansicht, wir haben darüber gesprochen. Wem hast du nichts getan? Nadine, in dem Sinne jetzt, ich habe mich entschuldigt. Ich bin der Ansicht, ich habe mich entschuldigt. Und wenn, dann kann ich es auch jetzt noch mal sagen, dass es mir leid tut. Aber ich finde das jetzt eben ein bisschen merkwürdig. Ja. Ich weiß da nun mal nichts mehr von. Tommy, nimmst du ihr die Entschuldigung ab? Abnehmen, ja. Aber ändern kann man dran eh nichts mehr. Es war schlimm genug und so, wir haben Kontakt, wir telefonieren ab und zu, aber nicht mehr so wie früher. Ist sie selbst schuld daran, dass sie keiner leiden kann? In manchen Dingen, ja. Durch ihre Erzählerei eben. Wie siehst du das, Tanja? Gebe ich ihm recht, in manchen Dingen, ja. Wir haben hier auch einen Gast, sie heißt Ursula und sie sagt auch, die meisten sind selber schuld daran, wenn sie keiner leiden kann. Herzlich willkommen, Ursula. Was hältst du denn von Tanja? Also ich finde das überhaupt nicht gut, wenn ein Mensch lügen muss. Also von Haus aus bin ich da dagegen. Und ich denke, sie sieht einigermaßen gut aus. Und sie hat sehr viele Unannehmlichkeiten dadurch. Und sie sollte doch schon ein bisschen an sich arbeiten.
Ja, das ist meine Meinung. Versuche ich ja auch jetzt. Also weil man kann ja was Positives dabei rausholen. Ich muss sagen, das mit den beiden hat mir auch irgendwie... Es hat, ich bin durch die beiden erstmal zum Nachdenken gekommen, sag ich mal. Das ja, ist jetzt schon ein Jahr her und in diesem Jahr versuche ich jetzt auch schon einiges anders zu machen. Und auf der anderen Seite kann ich es nicht verstehen, wie kann ein Pärchen durch eine dritte Person auseinandergebracht werden, die sich gerne haben. So habe ich das jedenfalls verstanden. Mhm. Also bei mir können Sie ganz sicher kein Dritter hineindrängen oder mich auseinanderbringen. Bei solchen Geschichten, die da gekommen sind, da wird, glaube ich, jeder anders reagieren. Ihr habt aber auch beide euren Senf dazu getan. Wenn, ja. wenn ihr jetzt so beide hier sitzt, dann müsst ihr auch sagen, was im Prinzip auch manches erzählt wurde. Ihr könnt jetzt nicht nur mir die ganze Schuld geben. Ich meine, dass ich schuld bin, ist klar, aber... Generell, was hältst du denn von Leuten, die von sich selbst sagen, keiner kann mich leiden? Also ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass es Menschen gibt, die wo wirklich niemand haben, der wo sie nicht leiden kann. Also für mich gibt's, also ich kenne auch keinen. Also du wärst ja eigentlich für mich dann in dem Moment der Erste. Tanja, du bist aber nicht die Einzige, die heute von sich sagt, keiner kann mich leiden. Wir haben auch Nicole hier und Nicole sagt auch von sich, Hilfe, keiner kann mich leiden. Herzlich willkommen. Nicole, du sagst, dass alle auf dir rumhacken. Warum? Ja, warum? Es fing schon halt damals im Heim an. Da musste man lernen. Was heißt im Heim? Bist du im Heim aufgewachsen? Ich bin im Heim aufgewachsen, ja. Und da hat man das mitbekommen, wenn man irgendetwas erzählt bekommen hat, dass man die Klappe zu halten hat. Rutscht einmal was raus und es kommt raus, ja, der und der ist es gewesen. Dann wurde natürlich halt auch gleich dementsprechend gehandelt, halt mit Terror oder auch mal mit Schlägen. Ja. Eigentlich müsstest du da ja genau erkannt haben oder gelernt haben, Mensch, ich habe meinen Mund zu halten, wenn man mir etwas erzählt. Ja, das ist richtig. Bloß ich bin auch gerne im Plappermaul. Mir passiert das auch öfter mal, dass ich auch mal mich versabbel, dass mir mal was rausgeht. Kannst du Tanja da gut verstehen, dass das mal passiert? Dass man auch mal übertreibt ein bisschen, wenn man eine Geschichte hört? Ja, es kommt drauf an. Wenn man die Geschichte von der betreffenden Person selber hört, dann sollte man eigentlich schon versuchen, sie auch wahrheitsgemäß weiterzuleiten oder entweder auch für sich zu behalten. Aber kommt das durch eine dritte oder vierte oder fünfte Person? Ich meine, es ist wie stille Post. Es kommt anders an. Was ist denn bei dir vorgefallen, dass du heute sagst, es kann mich keiner leiden? Naja, keiner leiden, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber im Moment ist das halt so, der aktuelle Stand ist, dass ich unwahrscheinlich viel Stress habe mit einer Nachbarin. Mit Telefonterror, mit Beleidigungen und halt auch Dinge versuchen, meinen Ex-Mann gegen mich aufzuspielen, dass sie Jugendamt einschalten, dass meine Tochter wegkommt. Ich würde meine Tochter misshandeln. Tust du nicht? Tue ich nicht. Nee? Nein. Moment. Man kann dich nicht hören. Wer gibt seinem Kind denn abends Beruhigungstropfen, damit man schön ins K7 gehen kann? Was? Kennst du diese Dame? Ich kenne sie. Und ich hasse sie wie die Pest. Es ist auch toll, dass du hier bist. Echt? Ja. Fühl ich richtig gut. Ist gut, ne? Aber ich möchte mal die wissen... Die Blöße gebe ich mir nicht, dass du Gott und der Welt erzählst, dass du das Unschuldslamm bist. Das habe ich auch nicht behauptet. Wer spannt denn den ganzen Weibern die Kerle aus? Wer vögelt denn mit denen? Das bist du doch. Wie bitte? Moment mal. Dazu möchte ich natürlich mal deine Geschichte hören. Was ist denn vorgefallen? Ja, da hat Ella schon recht. Es ist etwas vorgefallen, ja. Was denn? Es ist einmal bei einer ehemaligen Freundin gewesen. Da, ja, das ist ein Zufall gewesen, dass wir uns halt näher gekommen sind.
Und der Mann von deiner ehemaligen Freundin? Ja. Aber das ist jetzt ein Thema, was man nicht weiter ausdiskutieren kann, weil halt da auch viele Lügengeschichten mit zwischen waren. Und ja, und das andere, das war halt, ja, da habe ich auch selber dran Schuld. Ich wusste das. Aber was ist denn das andere? Du hast gesagt, du hast jetzt Telefonterror. Warum? Warum? Tja, das fing so an, dass wir eigentlich gute Freunde waren. Deine wir Nachbarn hatten, und du? Das war eher gesagt ein Bruder- und Schwesterverhältnis. Wir haben über alles geredet, haben auch viel zusammen gemacht. Und irgendwann ist es halt so gewesen, dass Gefühle im Spiel waren. Und ich habe mir dann halt gesagt, ich spiele mit offenen Karten. Bin zu derjenigen hingegangen, habe es gesagt. Habe ihr auch gesagt, dass bei mir ein gewisser Kick da ist. Und von dem an ist der Terror ausgebrochen, dass sie zu mir gesagt hat, Nicole, ich wünsche dir die Pest an Hals und ich werde alles dafür tun, dass du deine Tochter verlierst. Seitdem habe ich ständig Telefonterror. Seitdem habe ich auch eine Fangschaltung. Die Person ist auch gefangen worden. Und es läuft polizeilich und es läuft per Anwalt. Es wird alles vors Gericht gehen. Und in der Hinsicht habe ich nicht nötig, irgendwelche Lügengeschichten zu erzählen, weil es geht so nicht weiter. Fühlst du dich ungerecht behandelt? In der Hinsicht fühle ich mich ungerecht behandelt, weil ich in der Hinsicht mit offenen Karten gespielt habe. Ich habe die Wahrheit gesagt und ich werde für diese Wahrheit werde ich bestraft. Nicht nur ich, sondern auch meine Tochter und das lasse ich nicht zu. Nicole hat uns eben erzählt, dass das, was sie durchmacht, ist der reinste Terror. Du leidest auch sehr darunter. Machst du dir denn manchmal Vorwürfe wegen der Vergangenheit, was da passiert ist? Wegen der Vergangenheit eigentlich weniger. Also deswegen nicht. Aber? Ich bereue es nur, dass ich in der Hinsicht diesmal die Wahrheit gesagt habe und für die Wahrheit bestraft werde. Die Wahrheit war ganz einfach, dass du zu deiner Freundin hingegangen bist und hast gesagt, dein Mann ist in mich verliebt, oder wie war das? Mhm. Und wie ist sie damit umgegangen? Ja, erst guckte sie mich ganz verdattert an und dann sagte sie, ich wünsche dir die Pest an den Hals und ich werde alles dafür tun, dass du deine Tochter verlierst. Und meine Reaktion darauf möchte ich lieber nicht sagen. Wie sieht es denn mit anderen Leuten aus? Ich meine, hier sitzt schon jemand, der sagt auch, sie hasst dich wie die Pest. Gibt es noch mehr solche Leute? Ja, anscheinend ja. Wie kommt das? Wie bitte? Gott und die Welt, ganz Eckernförde. Hasst sie. Und warum? Ja, warum? Alleine sich hier hinzusetzen und so einen Scheiß schon wieder zu erzählen. Ich würde mich in Grund und Boden schämen. Nur weil ich diesmal die Wahrheit sage und mit der Wahrheit an die Öffentlichkeit gehe? Weil dich keiner kennt, dass du die Wahrheit erzählst. Dann musst du das dir ein Schild um den Hals hängen. Diesmal rede ich... Sag ich die Wahrheit? Dir glaubt doch keiner. Tja, das ist dann eben Pech. Einen Moment, da hinten. Moment, zu dir komme ich gleich. Sie ist doch nur hier, weil ihre Nachbarin zu feige ist, hier Stellung zu nehmen. Nur deshalb ist sie hier. Dir. Ja. Du bist doch nur hier, weil sie zu feige ist, hierher zu kommen. Du bist die Freundin von Nicole. Richtig. Ja, wie hast du denn diesen ganzen Terror mitbekommen? Erzählt sie ab und zu mal Mist? Nee, sie erzählt überhaupt kein Mist, sondern ich kriege das ja selber mit, wenn ich mit ihr unterwegs bin und so mit ihrem Stinkefinger aus dem Auto und Würgzeichen, Telefonterror und das alles. Das habe ich ja alles mitgekriegt. Das ist keine Lüge, garantiert nicht. Und außerdem hat sie das ja auch alles auf dem Band und das alles, ne? Und mit der Fangschaltung und so. Weißt du, das ist Witz, ist das, ey. Wäre die hier gewesen, der würde sie auf dem Boden liegen. Wirklich. Einen Moment mal. Hier möchte noch jemand etwas sagen. Ich verstehe auch nicht, wieso sie irgendwie einer Mutter ihr Kind wegnehmen kann. Ich finde, das ist das Schlimmste, was es überhaupt gibt. Nein, das ist sie ja gar nicht. Das ist sie ja gar nicht. Oder wie überhaupt eine Mutter sowas machen könnte. Also eine Frau sowas machen könnte, einer Mutter das Kind wegnehmen. Deswegen ist Nicole ja auch wahrscheinlich hier, um endlich mal begreiflich zu machen, dass das auch nicht geht. Da drücken wir dir natürlich auch ganz fest die Daumen, dass dir nicht das Kind weggenommen wird. Das sollte niemals passieren. Ich will einzig und alleine nur begreiflich machen, lasst mich in Ruhe. Lasst mich und mein Kind und meine Vergangenheit endlich ruhen.
Ich will nichts als meine Ruhe haben. Ich möchte rausgehen aus der Tür, ohne dass mir irgendwelche Schimpfwörter hinterhergeschmissen werden. Na, so und so brauchst du wieder was Neues zwischen den Beinen und all so ein Kram. Darauf habe ich nämlich absolut keinen Bock mehr. Ich war schon so weit, dass ich wegziehen wollte. Aber ich habe Freunde hinter mir stehen, die sagen, Nicole, wenn du jetzt wegziehst, das ist nämlich genau das, was die wollen. Die spielen nicht umsonst auf deinen Anruf. Wir haben uns, nachdem du uns die ganzen Sachen natürlich erzählt hast, haben wir uns auch umgehört in deiner Nachbarschaft. Wir haben nicht die Nachbarin, die besagte Nachbarin, hierher bekommen. Sie wollte nicht, warum auch immer. Wir haben aber eine andere und sie war auch mal deine beste Freundin. Herzlich willkommen, Vera. Vera, mittlerweile wissen wir alle nicht, was wir glauben sollen. Was ist vorgefallen? Was ist passiert? Also ich habe sie 91 kennengelernt durch meinen Mann. Sie war schwanger, sie kam mit ihrem Leben irgendwo nicht klar, mit dem Kind und mit ihrem Mann, ob der das alles ernst meint. Ich habe sie aufgenommen bei mir, ich habe sie ins Herz geschlossen. Ich hätte alles für sie getan. Ich hätte mir den Arsch aufgerissen für sie und sie hat es näher mit Füßen getreten. Sie ist mit meinem Mann losgezogen. Ich habe sie darauf angesprochen und da fing sie an von wegen, ja, ich wollte das ja nicht sagen, weil ich dich ja nicht verlieren will. Und ich denke, naja, klasse, toll. Naja, und dann war das eigentlich für mich das Thema durch, weil ich kann mit einer Frau nicht zusammenbleiben, die mit meinem Mann schläft. Dann haben wir uns jahrelang nicht gesehen. Dann sind wir uns im Kasim in der Diskothek über den Weg gelaufen wieder. Sie sprach mich an. Da war sie aber nicht mehr mit meinem Mann zusammen. Und wir haben uns ausgesprochen und ich bin auch ein Mensch, der nicht nachtragend ist, weil die Gefühle zu ihr eigentlich zu stark damals waren. Ich habe ihr eine Chance gegeben, es ging auch eine Zeit lang gut und dann fing das wieder so an, dass sie hinter mir herlästerte, sie belog mich, sie hat mich beschissen von vorne bis hinten und ich habe ihr wirklich in jeder Art habe ich ihr geholfen. Ich habe für sie eingekauft, wenn das Geld nicht gelangt hat. Ich habe immer ein offenes Ohr für sie gehabt und sie hat mich immer beziehungsweise meine Gefühle getreten und irgendwann hält man das nicht mehr aus. Sie hat eine Woche lang hat sie meine Tochter bei sich gehabt, weil sie mir helfen wollte. Und dann hat sie nachher im Nachhinein jedem erzählt, ich wäre eine gestörte Mutter, ich würde mein Kind nur schlagen. Und da muss sie gerade den Mund aufmachen, weil sie gibt ihrer Tochter Tropfen. Ob sie es heute noch macht, weiß ich nicht. Es sind zwar nur pflanzliche Tropfen, aber damit sie schläft. Und sie kann genauso ausrasten wie ich beim Kind. Was ist denn daran wahr, Nicole? Was daran wahr ist? Mein Kind hat Tropfen gekriegt, das ist richtig. Das streite ich auch nicht ab, habe ich auch nicht abgestritten. Aber es war auch zu einem Zeitpunkt, wo sie unter Schlafstörung gelitten hat. Dadurch habe ich die Tropfen vom Arzt verschrieben gekriegt. Das mit dem Rumgeläster oder Rumerzähle über Vera, ich meine, da kann man jetzt stundenlang drüber diskutieren, weil sie ist kein unbeschriebenes Blatt. Sie ist genauso falsch. Genauso. Ja, deswegen habe ich auch mehr Freunde wie du, ne? Ach. Denkst du ja, genau. Ich denke das nicht, das ist so, Nicole. Du bist die letzte Schlampe, die überhaupt im Kreis Rendsburg-Eckernförde rumläuft. Weißt du was, dann will ich dir mal eins sagen. Ist deine Tochter noch bei dir zu Hause? Das ist völlig egal. Ich habe Nein, du, das ist nicht doch, völlig egal. Du gibst meine Tochter für 2 Jahre eine Pflicht. Hey, du alte Schlampe! Hey. Wenn du die Hintergründe nicht begreifst, warum man ein Kind weggibt, weil man auf die Füße kommen will. Aber du, sie schlägst deine Tochter mit dem Kochlöffel und sonstige Sachen. Hast du Beweise? Ja. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen und ich brauche nicht lügen. Weil ich stehe dazu, dass ich meine Tochter in Pflege gegeben habe, um eine Ausbildung zu machen. Ich brauche nicht lügen. Nochmal ein bisschen ruhiger. Ja, Heike. Nein, wer? Also mich würde jetzt interessieren, die zweite, die rechts, die Dame. Also Vera. So wie ich das vorher Vera. Mitgekriegt habe, ist sie mit deinem Mann mal zusammen gewesen. Ja. Das merkt man heute noch. Du bist heute noch eifersüchtig auf sie. Ich bin mit meinem Mann nicht mehr zusammen. Ja, aber du bist heute noch eifersüchtig. Auf sie? Dich trifft das heute noch, was damals war. Das sehe ich ganz deutlich.
Das mag vielleicht sein, weil ich für meinen Mann damals noch was empfunden habe, aber heute bin ich froh, obwohl dass er damals noch umgevögelt hat. Also ich, also meine Meinung ist, du versuchst also sie heute oder ihr heute noch zu schaden. Moment, Moment, hier geht's noch wer? Wo, da hinten? Also ich möchte der jungen Dame mal zupflichten, denn was sie sich eben geleistet hat, das ist wirklich unter aller Würde. Und ich finde auch, also wenn ihr Mann sie wirklich auch geliebt hätte oder so, dann denke ich mal, dann hätte er wahrscheinlich von sich aus sonst auch gar kein Verhältnis angefangen. Also liegt die Schuld nicht nur bei ihr, das wollen wir mal feststellen. Denn sie ist nämlich auch ein ganz falsches Luder, das merkt man. Ja. Ist das denn, wir haben jetzt von zwei Fällen gehört, wo du, ich sag jetzt mal, ein paar auseinandergebracht hast. Waren das die einzigen beiden oder ist sowas öfter vorgekommen? Es ist mir auch einmal, es ist mir nochmal passiert, das ist richtig. Und ich bereue es auch. Aber ich kann nicht mehr dazu sagen, als ich stehe dazu, dass ich den Fehler begangen habe. Und dass es mir unwahrscheinlich leid tut, mehr kann ich dazu nicht sagen. Es ist passiert, ich kann es nicht rückgängig machen. Und verdammt nochmal, lasst endlich die Vergangenheit ruhen. Lasst mich doch endlich in Ruhe. Das ist das, du konntest schon immer schleimen. Und du schleimst jetzt bei dem Publikum auch schon wieder. Wenn die Leute dich hier kennen würden, dann würden sie genauso denken wie ich und Michaela. Und einen Moment. Ich könnte euch nicht der Reihe nach melden, dann muss ich nicht so laufen. Ja, aber zum Vögeln gehören doch immer zwei. Es ist doch genau die gleiche Schuld der Männer. Dann braucht ihr doch nicht die Schuld zu geben. Ich habe ihr auch nicht die Schuld gegeben. Darf ich mal was sagen? Ich habe ihr auch nicht die Schuld gegeben. Ich meine, mir tat es auch leid, weil sie hat genauso viel Prügel von meinem Mann eingesteckt wie ich, weil er schlägt Frauen sehr gerne. Es geht mir ja auch nur darum, dass ich von ihr enttäuscht worden bin, weil sie meine beste Freundin war. Deswegen. Nicole, tut es dir denn heute leid, was damals passiert ist, was jetzt auch mit Vera passiert war? Oder mit ihrem Mann und Vera? Ich würde sagen, da haben wir alle dran Schuld. Wir waren alle gutgläubig, wir sind auf den Mann reingefallen. Wir haben daraus gelernt. Oder ich zumindest habe daraus gelernt. Würdest du denn heute so etwas nochmal machen? Ich meine, du hast einmal hast du es ihr nicht gesagt, beim nächsten Mal hast du dieser Nachbarin die Wahrheit gesagt. Wie würdest du es denn heute machen? In Zukunft? Ja. Würde ich nur noch die Schnauze halten. Nur noch. Weil ich habe es satt. Ich habe es satt, dass immer wieder irgendetwas Neues kommt. Ich habe es wirklich satt. Ansgar ist mein nächster Gast. Und er behauptet von sich, nein, stimmt gar nicht, jetzt kommt erstmal Sabine. Und Sabine kennt Ansgar. Und was sie über ihn erzählt, das hören wir uns mal selbst an. Herzlich willkommen. Sabine. Ja. Wie ist dein Verhältnis zu Ansgar? Ich würde sagen, guter Bekannter. Warum glaubst du, kann Ansgar niemand leiden? Also, das ist ja so, Ansgar sagt von sich selbst, mich kann niemand leiden. Warum glaubst du, ist das so? Ja, ganz verstehen kann ich es also auch nicht. Ansgar ist eigentlich ein Typ, der nicht unbedingt auf Leute zugeht, sag ich mal. Mhm. Ist das sein einziges Manko? Er muss doch irgendwas, ich meine... Es ist ja nicht immer so, dass die Leute, die nicht auf Menschen zugehen können, dass sie keine Freunde haben. Lernt er denn niemals Leute kennen? Ja, er ist dadurch, dass er arbeitslos ist, ziemlich gehandicapt und kann also nicht unbedingt in Clubs reingehen oder solche Sachen. Also er ist auch kein Typ, der in Kneipe reingeht oder... Wie ist das denn? Du sagst, er ist ein guter Bekannter. Was heißt das? Bist du... in ihn verliebt? Wolltest du mal was von ihm? Ist das rein freundschaftlich? Nein, rein freundschaftlich. Wie ist das denn umgekehrt? Er möchte wohl ganz gerne, aber also er möchte heiraten, Kinder kriegen, nur ich nicht. Wie bitte? Moment. Er möchte wohl ganz gerne heiraten und also Kinder bekommen und mit solche dir? Sachen, aber ja. Aber kannst du dir überhaupt nicht vorstellen? Nein. Warum? Weil ich grundsätzlich keine Kinder mag und weil ich auch nicht heiraten möchte.
Was hat denn Ansgar bisher so alles gemacht, um denn mal Leute kennenzulernen? Zeitungsannoncen aufgegeben. Er hat also versucht, durch Bekannte von ihnen in Klicken reinzukommen und solche Sachen. Glaubst du denn, dass Ansgar zu anspruchsvoll ist, was Frauen angeht? Eigentlich nicht, aber er möchte eigentlich viel lieber ein braves Hausmütterchen, was gerne kocht, Kinder behütet dann und so weiter, aber nicht eine unbedingt voll berufstätig und vielleicht auch noch ein bisschen was auf Karriere möchte. Du wärst keine Frau für ihn? Nein. Überhaupt nicht. Ich bedanke mich erstmal für deine Geschichte. Wenn du ganz kurz rausgehen könntest, bis gleich. Ansgar saß bis jetzt in der Küche. Er weiß nicht, was Sabine von ihm erzählt hat. Mal sehen, was er selbst zu diesem Thema zu sagen hat. Herzlich willkommen. Ansgar, du behauptest von dir selbst, mich kann keiner leiden. Warum? Ja, weil es einfach so ist. Nein. Ja, wie kommt das? Was passiert, wenn du ins Taekwondo gehst? Ich meine, zwangsläufig muss man sich doch mit den Menschen unterhalten und... Oder ja, nicht? Aber nicht so wie die anderen. Also man kommt also grundsätzlich zu keinem Kontakt. Also ich habe schon auf Heiratsannoncen geschrieben, beziehungsweise hatte auch Partnervermittlungsinstitute und habe auch selber Annoncen aufgegeben, aber dann ist nach ersten Treffen ist das Ganze schon wieder vorbei. Weil dann sagen die auch meistens, ja, mit dir kann man keine Beziehung eingehen. Du bist mir zu kompliziert oder halt du hast den Leere in den Augen. Was ein Quatsch. Also wenn du so redest wie gerade eben im Aufenthaltsraum, ist das kein Wunder, wenn du jeder Frau erzählst, dass du gerne lügst. So ein Blödsinn kannst du gar nicht erzählen. Das hast du gerade eben gesagt in der Kabine. Du erzählst mir rein, das Blödsinn. Außerdem... Wie ist das denn, Ansgar? Lügst du gerne? Nein. Außerdem auf dem Niveau, was die Dame rechts neben mir sagt, möchte ich auch nicht weiter darauf eingehen. Die Frau kennt mich überhaupt gar nicht und will schon beim ersten Mal sagen, ob ich, warum ich Kontakt kriege oder warum nicht. Also auf so ein Niveau möchte ich nicht weiter eingehen. Das hast du doch gerade wortwörtlich im Aufenthaltsraum gesagt. Da waren einige Zeugen dabei. Du redest einen Quatsch. Wir sind vorhin ja zusammen im Zug gefahren und wir saßen ja auch zusammen in einem Abteil. Ja. Ne? Also wir haben uns nur totgelacht, Tommy und ich. Also es war... lächerlich, was ihr beiden da also das, das, was die da in der Bahn erzählt, ist so, ich habe eine Bekannte, Sabine heißt die, und die nervt ja immer mit einem einzigen Thema. Ich sage aber jetzt nicht was und so. Und ich habe ihr nur erklärt, dass sie auch andere Seiten verstehen muss. Und dann sagt sie immer, nein, andere Seiten verstehe ich nicht, nur was ich sage, ist halt eben richtig. Und da habe ich sie auch mal gefragt, kannst du eine Welt verändern? Dann sagte sie, ja. Und ich sagte, bist du die Erste, die ihn verändern kann? Habe ich jetzt zwar nicht verstanden, aber das musst du mir jetzt auch gar nicht erklären. Ist auch nebensächlich. Ja. Nochmal zu dir zurück. Du hast dich sogar bei der Volkshochschule angemeldet. Ja. Und auch da... Ist nichts. Also ich hatte zwei... Was glaubst du denn, woran das liegen könnte? Ich weiß es nicht. Also ich bin ja bestimmt kein schüchterner Typ. Ich kann auch auf Leute zugehen. Nur ich versuche, die auch anzusprechen, denke ich mal. Und diese Leute, sagen wir, man hält immer nur Widerstand. Und beim Taekwondo bist du da vielleicht zu brutal, dass du den immer direkt eins vorhast? Nein. Ganz im Gegenteil, beim Taekwondo gibt es sogenannte Freikämpfe. Und wenn ich mit einer Frau kämpfen muss, dann sage ich immer vorher, wenn ich mit der antreten muss, pass mal auf, ich hau nicht so stark drauf, weil du in dem Sinne ein Dame bist. Und dann haut man als Mann schon normal nicht so hart drauf. Aber ich denke mal nicht, dass ich jetzt der Schläger bin, nein. Wie sieht es denn mit deiner sogenannten bekannten Sabine aus? Möchtest du mehr von ihr? Ja, aber die Frau ist so, die will mich aber nicht. Das heißt, es ist immer so, in dem Sinne, ich habe sie damals kennengelernt, da hat sie sich von ihrer Freundin getrennt und so. Und ich hatte einen guten Freund gehabt und der hat mich dann mit der Frau zusammengebracht. Und ich habe für ihr natürlich alles getan. Ich habe ihr 8 Briefe geschrieben. Das heißt, ich wollte sie mit der Freundin wieder zusammenbringen. Was heißt, sie ist lesbisch? Ja, sag ich mal, ja, doch. Erst überlegt und dann doch ja. Ja, ich möchte einfach sich keine Frau in den Schmutz ziehen. Sonst heißt es hier, der kommt auf die Bühne und will Frauen in den Schmutz ziehen. Nein, aber... Ist ja nicht Schmutz. Nein, aber wenn du es so sagst, ja, sag ich doch ja. Wie ist das denn
Wenn, willst du mit ihr zusammen sein, weil sie vielleicht die Einzige ist, die sich auf dich einlässt? Ja, weil die, das ist eine Frau, die, ich bin ja leider Gottes zurzeit arbeitslos, befinde mich aber in der Umschulung und so. Und sie hat gesagt, das ist nicht so schlimm, dass du arbeitslos bist, und, aber die meisten Leute, die sagen ja sofort, ja, wenn du keine Arbeit hast, ist das sowieso schlecht, dann kann man ja schlechtes oder nicht viele unternehmen und so. Und bei mir ist das so, ich suche eine Frau, die ganz einfach ist. Also nicht, weiß ich, die kann auch vom Sozialamt leben oder vom was weiß ich, die kann auch arm sein, mir ist das egal. Das ist eine, die nicht widerspricht, ne? Ach du, das ist doch Blödsinn. Ich liebe nur die einfachen Frauen in dem Sinne, aber nicht diese komplizierten. Ja, aber trotzdem, vorhin im Zug, der kam mit einem dicken Koffer und dicke Reisetasche, das wird im Weg gestellt. Leute kamen mit ihrem Koffer überhaupt nicht mehr vorbei, der ist überhaupt nicht aufgestanden. Ja, weil sie hinstellen soll, da war doch gar kein Platz. Ja, oben sind Netze, da kann man alles anlegen. Die hat doch einen Wagen gehabt, du wolltest uns oben hinstellen. Ja, aber du hast es doch niemals an der Seite gestellt. Ja, hab ich das wohl an der Seite gestellt, dass die Leute dann vorbeikamen. Ich muss die Augen aufmachen. Also nochmal im Klartext, du bist lieber mit Sabine zusammen, die du eigentlich nicht so toll findest, weil du keine andere kriegst. Nicht lieber, ich hätte lieber eine andere. Aber ich sag mal so, Sabine ist nicht auf mein Niveau. Sie lebt in einer anderen Welt. Das heißt, sie kommt aus einem Haus. Ich weiß gar nicht, was daran so lustig ist. Ich lache trotzdem. Ansgar sagt, ihn kann keiner leiden, außer seine sogenannte Bekannte Sabine, die er wiederum aber eigentlich unter seinem Niveau findet. Ist das richtig so? Eher umgekehrt. Das heißt, sie ist über dir? Ja, auf jeden Fall. Du bist ihr zu niveaulos? Ja, klar. Mhm. Und hast du schon mal gedacht daran, etwas zu ändern? Ich habe ja mit ihr gesprochen. Ich kann nicht mehr machen, als mit einer Frau sprechen und ihr das sagen, aber man kommt bei ihr nicht weiter. Wenn wir uns am Telefon unterhalten, dann schreit sie mich grundsätzlich an, hol mir meine Andrea zurück, und ich kann ohne meine Andrea nicht leben, und wenn du meine Andrea nicht zurückholst, dann lasse ich dich fallen wie eine heiße Kartoffel, und so geht es natürlich weiter. Ach, da wollen wir sie doch mal selbst fragen. Sabine ist ja hier. Nochmal willkommen zurück. Na, Sabine, was müssen wir denn da hören? Du würdest ihn fallen lassen wie eine heiße Kartoffel, wenn er nicht die Andrea zurückholt? Oh, ein Quatsch. Was ist das für ein Thema? Du, heute im Hotel hast du noch gesagt, wenn du mir meine Andrea nicht zurückholst, dann lasse ich dich fallen ja, wie eine heiße Kartoffel. Ja, wenn du denn meinst, dann ist gut. Wie ist das denn? Er sagt, wenn er mit dir diskutiert, du hast zwar eine Meinung, aber das wäre überhaupt keine Meinung. Also ich habe eine Meinung, und ich denke mal, er hat seine Meinung, und dann, gut, wenn es Differenzen gibt, dann wird es eben schon mal etwas lauter, aber nichts weiter. Du bist heute im Fernsehen, um jemanden kennenzulernen. Klar. Dann sag das bitte einmal in die Kamera. Ja, also ich suche eine Freundin, die, wie gesagt, die braucht, wie gesagt, nicht kompliziert sein. Die muss, wie gesagt, sie kann auch ruhig eins oder zwei Kinder haben oder deutschsprachige Ausländerin, dann ist auch egal. Bitte schön, ja. Sabine, nochmal, was glaubst du, warum Ansgar keiner leiden kann? Ja, das ist seine Einstellung, dass er meint es. Aber ich meine, wenn er die Chance hat, mehr Leute kennenzulernen, dann er ist kein schlechter Typ. Also ganz kurzer nicht. Tipp von Ursula, was kann Ansgar machen? Ja, also ich meine, so von so wie er redet, finde ich ihn eigentlich ganz gut. Also ich denke schon, dass sie da mit Sicherheit jemand findet. Also vielleicht ein bisschen weniger selbstkritisch sein. Und das hoffe ich auf ihn. Vielen herzlichen Dank an meine Gäste. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und danke auch hier im Studio. Bis zum nächsten Mal.